So. Ach, guck mal, hier ist so ein Weg. Okay. Nur von unten liegt der Gaul. Ist der von hier. Wieso ist denn der hier runtergeschmettert? War dem nicht gut? Was ist das da für ein Teil? Wo bin ich überhaupt? Bin ich schon 5000 Mal rumgerannt? Bibelstock. Brother of Not, Daniel. Okay. Alles klar. So, es nützt nichts. Wir müssen noch. Einen Dietrich brauchen wir noch. Heinrich von Dietrich. Wie komme ich denn jetzt da wieder rein? Lag da einfach so ein totes Pferd. Tap, tap, tap. Die Frage ist: Wo kriege ich jetzt einen Dietrich her? Vorzugsweise bei einem Händler. Aber ich glaube, der Händler da hinten, der hatte, glaube ich, keine, oder? Oh, und ich habe mein Pferd ungelassen, ne? Scheiße. Und. Willkommen! Zeig mir, was du da versteckt hast. Was? Ich habe gar nichts versteckt. Ich habe doch nichts. Lass mich in Ruhe. Der kommt tatsächlich. Er legt mich fett. Was will ihr denn? Wieso denn jetzt? Was habe ich getan? Ich habe Angst. Tu mir nichts. Errungenschaft freigeschaltet. Wanderer. Oh, toll. Ist er weg? Ich guck wahrscheinlich. Er ist weg. Ich habe ihn abgehängt. Juhu. Was habe ich denn? Hä? Wie kommt er denn darauf? Habe ich irgendwas geklautes bei mir? Ich guck mal eben. Ne, das ist kaputt. Alles. Also. Ich habe nichts geklautes dabei. Wer hat mich denn jetzt angezeigt? Ich war das nicht. Achso, ich wollte zum Händler, ne? Kann ich ja jetzt. Der Typ hat ja jetzt aufgegeben. Servus. Gelobt sei Jesus Christus. Bist du einfach mal dumm von der Seite angelabert, ne? Verstehe ich nicht. Nee, nichts macht gut hier. Ich brauche einen Dietrich. Nahrung nicht, Waffen nicht. Gucken wir alle. Der hat keinen Dietrich, ne? Nee, der hat keinen Dietrich dabei. Das ist ja ein Huhn. Kriegt denn Dietrich hier? Ich glaube, hier nicht gleich noch irgendeiner dumm voll. Oh, es ruckelt ein bisschen, ne? Und da gehen mal die Fippes runter. Guten Tag. Moin. Ich war noch nicht. Alles Gute. Der hat auch keinen Dietrich dabei. Vielleicht der Schmied? Irgendeiner? Von mir ist der. Ist mir egal. Moin. Schmerzschmied. Glück und Gesundheit. Für deine Mutter. Mach's gut. Der hat bestimmt D.E. Nö. Hat denn hier keinen verfluchten Dietrich? Wie schwer kann das denn sein? Ich muss doch noch ein bisschen Schlösser knacken üben. Die Frage ist, wäre ich jetzt auf der anderen Seite auch wieder voll gelabert, wenn hier einer kommt? Moin. Gott schütze dich. Und deine Mutter natürlich. Mach's gut. B, D, nö. Der hat auch keinen Dietrich, ne? Rezepte hat er ohne Ende. Das hier müsste ich mir eigentlich mal kaufen. Rezept für Ringeblumenaufguss, ne? Das wäre ganz wichtig. Besprechen wir den Preis. Nun,
Versuchen wir's. Hm. Boah, ist das teuer, Alter. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Hm. Fast. Wie wär's denn, wenn ich auf dich einschlage? In Ordnung. Vielen Dank. Juhu. Jetzt haben wir das Rezept schon mal. Können wir uns davon den ganzen Arsch voll machen. Ich guck mal eben. Oder muss ich das auch erst lernen? Nee, ne? Rezept hier. Wingerblume auf Kurs. Lesen. Ach was. Ach so einfach ist das. Toll. Und jetzt weiß ich aber nicht, wie man das macht. Oh Mann, ey. Muss ich erst hier rumlaufen? Kann ich mir die Zutaten dann wenigstens irgendwo anpinnen, dass ich die sammeln kann? Für den ollen Retterschnaps brauche ich ja Wein. Lesen. So, weiter. Ringelblumenaufguss. Brauche ich Wasser, Brennnessel und Ringelblume. Oh, wow. Okay, Wasser, Brennnessel und Ringelblume. Hallo, lass mich los. Ich habe sowieso nix an Zutaten. Brennnessel. Das ist schon mal gut. Wie viel krieg ich denn, wenn ich jetzt so sammle? Steht hier nicht. Oh, toll. Die muss ich auf alle Fälle einsammeln. Keine Ahnung, Ringelblumen? Irgendwie gelbe. Und Wasser. Kann ich eigentlich Wasser nicht sammeln? Ich meine, hier ist so ein Fluss und ein See und den ganzen Scheiß. Da werden wir doch bestimmt Wasser sammeln können, oder? In so einem Trog kann ich zum Beispiel kein Wasser sammeln. Weiß ich auch immer noch nicht, wo ich so einen Bottich, so einen Niedrig herkriegen soll. Ist doch doof. Ich meine, Schlösser knacken ist, glaube ich, nicht unbedingt erforderlich, aber. Tschüss! Okay, war nicht mehr egal. Da muss ich mal nach gelben Blumen Ausschau halten. Sowas hier. Sind das nicht Ringelblumen? Das sind gar keine Blumen. Löwenzahn. Das sind bestimmt keine Ringelblumen, oder? Wie sehen Ringelblumen aus? Die sind auch gelb. Aber Löwenzahn war ein bisschen was wert. Oh, Brennnessel. Und ja, ich weiß, wir haben auch Spezialisierungspunkte. Vielleicht sollte ich die mal benutzen. Vielleicht sind die wichtig. Ich guck mal. So, Hauptstufe haben wir. Ein Point. Speer haben wir. Eins. Was macht das? Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du unterwegs Ereignisse früher bemerkst. Zudem ist deine Chance auszuweichen um 10% erhöht. Ah, alles klar. Asket. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negative Auswirkungen 20%. Ja, weiß ich nicht. Also ähnlich Wellness und bist Komfort, bequemer Betten. Hm, wenn du schmutzig bist, Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts schneller, tagsüber auch langsamer. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Oh, das ist okay, Bürger. Steht nur Dörfern und Umgebung erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke, Agilität, Vitalität und Redekunst. Naturbursche. Ist das in der Wildnis? Spieler 2, Akrobat. Du warst schon immer gelenkig. Viel herumgetrollt, dabei auf den Kopf gestoßen. Redekunst und Charisma sind um einen Punkt verringert. Aber du hältst einen Bonus von 2 Punkten auf Agilität. Rohling, Schönling, güldene Zunge und Nacht und Nebel. Okay, Gelehrter. Deine Lesefähigkeit wird um 3 Punkte erhöht. Dies geht jedoch auf Kosten deiner körperlichen Verfassung. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf werden um 1 Punkt erringert. Das ist doch doof. Was sind das? Also hier ist alles, was ich irgendwie auswähle, das ist so. Hm. Dann mache ich den hier. Das erstmal. Ich nehme erstmal die, die keine negativen Effekte hinten raus haben. Oh, Alchemie und Lesen haben wir einen Punkt. Geil. So, Hexer. Tränke füllen deinen Magen 30% weniger, weswegen du öfter und in größere Mengen Tränke zu dir nehmen kannst.
Geräucherte oder gekochte Lebensmittel in deinem Inventar sind 20% länger haltbar. Die Wirkung von Heiltränken erhöht sich um 50%, aber dafür berauschen sie dich auch. Je stärker die heilende Wirkung ist, desto betrunkener wirst du. Toll. Dann mache ich hier haltbar, ne? Und auf Lesen haben wir auch noch Lesefluss. Schnäppchen hier. Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildstock erblickst, wird dein Charisma vorübergehend um 2 Punkte erhöht. Gewöhnlich zu sein hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt auf Redekunst, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Und dann mache ich erstmal Bücher, weil dann können wir nämlich eher Rezepte kaufen. Ich habe noch mehr Punkte. Oh, auf Trinkfestigkeit auch noch. Geil. Biertrinker. Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch 25% mehr. Ja super, also Alkoholiker oder was? Ja, Wein oder Bier? Du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und verprasst somit weniger deines hart verdienten Geldes. Zudem hält dein Kater am nächsten Tag nur halb so lange an. Da scheint betrunken zu werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen. Ja, toll. Also das bringt alles nichts. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 erhöht. Also besoffen bin ich besser als nüchtern. Nüchtern, ja, ich trinke ja kaum was. Das ist doch scheiße. Ich guck mal, was haben wir denn mehr im Inventar? Bier oder Wein? Wir haben ein Bier. Da haben wir einen Wein. Da haben wir Wein. Da haben wir Wein. Schnaps. Also ich sehe hier nur Bier und Wein. Dann nehme ich den Weintrinker. So. Das war's. Und dann sammeln wir noch ein paar Blümchen. Ich guck mal, ob wir irgendwo Ringelblume finden. Bis jetzt. Ich habe ehrlich gesagt, das Ringelblumen hier. Die sehen so ringelblumerig aus, aber die kann ich nicht mal einsammeln. Außer ich treffe den Point of Aufhebens nicht. Ich habe ansonsten keine Ahnung, wo es Ringelblumen geben sollte. Das hier vielleicht Ringelblumen? Autsch. Johanniskraut. Oh. Hey, Kräuterkunde. Ich stütze gerade ab. Das ist nicht so gut, oder? Eigentlich wollte ich ja nach oben. Das ist nix. Toll, jetzt habe ich das Rezept. Jetzt muss ich noch Regenblumen finden. Die es hier offensichtlich nicht gibt. Das ist sehr unhilfreich. Ich habe auch keine Ahnung, wie die aussehen. Wermut? Das Problem ist auch, du kannst überhaupt nicht sehen, was kann man davon jetzt sammeln und was nicht. Weil die Sitbox einfach viel zu klein ist. Und guck mal, die sieht echt sammelbar aus, die kannst du aber überhaupt nicht sammeln. Yummy. Ja, seine Klamotten vergessen. Das ist alles wieder Löwenzahn. Ich nehme das mal alles mit. Wir sammeln mal so ein bisschen jetzt, ne? Da war Ring. Oh, wie sah die aus? Eine rote. Ach was. Im Buch war die gelb, Alter. Verrat. Oder orange. Das ist orange. Orange. Davon müssen wir uns dann den ganzen Arsch voll machen. Wir müssen sowieso alles an Rezepten kaufen. Wir müssen auch mal wieder Zeugs verkaufen. Ich glaube, Pferdchen ist auch vollgelegt. Mit irgendeinem Scheiß. Haben wir noch rotes Gezuppel rumstehen? Hier ist noch was. Ja, ich weiß, wir müssen zu Klapskalle da oben hin. Zu Hermann war das, ne? Zu Herman, dem Hangar.
Was ist das denn hier für ein Weg? Und dann müssen wir unbedingt dieses Grab noch ausbuddeln, was wir gefunden haben. Ich hoffe, das ist noch gemarkert. Ich kann mal gucken, Map. Das war hier hinten irgendwo, ne? Da. Genau, da müssen wir nämlich nochmal hin. Und wir sind, glaube ich, gerade in der Nähe von Hermann, ne? Deswegen können wir da mal eben rüber zuppeln. Ich halte noch Ausschau nach Ringelblumen nebenbei. Oder Allgemeinblumen. Zu Hermano dem Enker. Das hier sieht ringelblumig aus. Hallo? Da, na, da. Dann können wir eigentlich mal alchemieren, ne? Dann können wir mal unser erstes Gebräu zusammenstellen. Für Retterschnaps brauchen wir, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht was. Können wir eigentlich im Inventar irgendwie Rezept anzeigen lassen? Zufällig? Also Retterschnaps haben wir, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Ne, wir haben schon 6 Ringelblumen aufgebaut. Alles klar. Vielleicht unter Codex. Soziales, Tutorials, Charaktere, allgemein. Alchemie. Bestattung. Heilkräuter. Nö. Also Rezepte werden hier nicht hinterlegt, oder? Anscheinend nicht. Nö, das ist ja ganz großartig. Und im Inventar auch nicht, ne? Also wenn das Rezept da gelesen ist, dann ist das weg. Hier haben wir nur Ringelblume, oder wird es hier zufällig angezeigt? Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz toll. Das ist richtig super. Freue mich richtig drüber. Kann ich noch einen? Boah, boah, guck mal jetzt. Jetzt hat er sich aber gequält, der Mann. Ich renne da mal eben ohne Pferdchen hoch, ne? Geht jetzt schneller. Hier sind noch. Nee, das ist Mohn. Das ist Mohn. Das dauert ewig, bis man mal die Fähigkeit Agilität oder sowas erhöht hat, ne? Normalerweise müsste ich mir noch so einen Ringblumenaufguss in den Hals werfen. Ich will den Scheiß ja auch nicht verschwenden. Wie in jedem Rollenspiel, Tränke bloß nicht verschwenden. Gerade auch, wenn man die nicht im Kampf nehmen kann. Ich hoffe, wir finden noch ein Lernbuch, wenn es ums Schlösserknacken geht und so. Das ist echt, also das Schlösserknacken ist echt scheiße schwer. Da habe ich schon bessere Systeme gesehen. Moin. Ach, guck mal, da kommt er schon. Hey, begrüß uns. Herman. Wegen der Hinrichtungen. Ich habe alles erledigt? Ja. Können die Hinrichtungen jetzt stattfinden? Ja. Ja. Nun müssen wir nur noch die Vorstellung genießen. Ich habe hier nur einen Marker, ne? Ist das gleiche oben ja, ne? Müssen wir nicht auch noch sowieso darüber, um irgendwas zu erledigen? Da oben. Ich renne jetzt mit Sicherheit volles Met umsonst hin, ne? Sieh dir die Hinrichtung an. Fleischstange vergiftet. Die Hinrichtung findet morgen Nachmittag um 2 Uhr statt. Ich sollte sie nicht verpassen. Morgen Nachmittag um 2 Uhr.